Also, wir haben wenig Zeit. Ich habe ganz viele Slides mitgebracht. Von daher müssen wir richtig Gas geben. Googlest du noch oder crawlst du schon? Vortrag von heute. Ich glaube, es ist für alle was dabei. Ein bisschen strategisch, ein bisschen operativ. Für Marken, Hersteller, als auch für Händler. Und es geht darum, Ansätze zu geben, so ein bisschen im Sortiment und im Print und im Printbereich, genau, im Pricing-Bereich, mit Daten und KI vor allen Dingen voranzukommen. Sebastian Klump, wir haben es gehört, ich bin CEO von der Explain aus Stuttgart, Teil der Parsonet-Gruppe, dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, also auch im PIM-Kontext unterwegs, unter anderem im Print-Kontext. Genau, bin seit 2020 CEO von der Firma. Wir hießen vor kurzem noch Price Intelligence, haben uns vielfach um Preisthemen gekümmert. Mittlerweile haben wir unser Produktbereich deutlich erweitert. Genau, das soll es gewesen sein. Ich will ganz kurz einen Status quo geben zum E-Commerce, zum Handel. Bisschen zum Perspektivwechsel aufrufen und dann die versprochenen Optimierungsansätze reinbringen. Wir starten mit dem aktuellen Markt. Also ganz spannend ist, wir haben so eine aktuelle Gemengenlage zwischen Marktplätzen. Wir haben Direct-to-Consumer-Business, also Marken beginnen auf einmal irgendwie verstärkt, vermehrt online zu verkaufen, über Marktplätze zu verkaufen. Also hier ist ein massiver Wandel gerade da. Seit Corona spätestens geht es richtig rund an der Stelle. Wir haben Überbestände, wir haben das Konsumklima, wir haben verdammt viele, leider Gottes, Insolvenzen. Ich habe letztes Jahr auch 4, 5 Kunden verloren aus dem Retail-Segment. Also der Markt ist echt wahnsinnig aufgewühlt, was da gerade passiert. Und natürlich ist der Wholesale aktuell da sehr, sehr stark am Struggeln. Wenn man sich den Handel trotzdem anschaut, da ist die viel besagte Kurve 2019. Wir sind irgendwie so nach Corona jetzt aber wieder so ein bisschen im normalen Wachstum angekommen. Also das heißt, es gibt so dieses Jahr einfach ein Stück weit eine Seitwärtsbewegung. Wir haben aber trotz allem noch positive Wachstumseffekte, auch im E-Commerce vor allen Dingen. Stationärer Handel sieht ein bisschen anders aus, aber der E-Commerce, der soll weiter wachsen, der wird auch wieder nach oben gehen. Ne? Das ist so die aktuelle Situation, die wir im Handel haben. Wir haben auf der anderen Seite das Thema Marktplätze. Wenn man sich überlegt, dass im Dachraum bis 2024 rund 52% der E-Commerce-Umsätze über Marktplätze laufen, dann sieht man, was das für ein unglaubliches Gewicht das ist. Und was hier stattfindet, sind vor allem die Hersteller, die massiv verkaufen über Marktplätze. Also sprich, den Wholesale an der Stelle ein Stück weit umgehen und die Marktmacht von einem Amazon, klar, ist jedem bekannt hier in Deutschland, die wird an der Stelle vielleicht ein bisschen zurückgehen. Das wird sich auch alles konsolidieren, aber Marktplätze, das ist das große Game, wo im Endeffekt überall mitgespielt wird. Handel, also der Wholesale, findet sehr, sehr wenig mittlerweile auf Marktplätzen statt. Also der Großteil der Händler ist da rausgegangen. Warum sollen sie sozusagen mit der Marke selber konkurrieren? Das geht immer mehr zurück. Also das merken wir auch bei unseren Kunden. Viel weniger Retail-Kunden, viel, viel mehr Markenkunden, die direkt halt ins Business eben einsteigen. Marktplätze gibt es noch und nöcher. Sie kennen vielleicht die E-Com-Studie, Gominga-Studie, wo man so ein bisschen die Landscape hat der aktuellen Marktplatzwelt, im Dachraum vor allen Dingen, B2C-Bereich, B2B-Bereich. Es werden immer mehr, ob das ein Kaufland ist, ein Otto, ob das ein Mediamarkt ist, die mit Lösungen wie einem Miracle angefangen haben, relativ einfach sozusagen Marktplätze aufzubauen. Vorhin haben wir Kollegen von Klingel, da haben wir vor einigen Jahren zusammen den Marktplatz mal angefangen zu bauen. Also, und es setzt sich natürlich fort. Also jeder, der Traffic hat, sagt sich, gut, ich kann auch andere Ware ohne große Investitionen, ohne Risiko verkaufen. Und es steigt stetig an. Klar gibt es Konsolidierung, Zalando und so weiter, da ruckelt es auch gerade ein bisschen, auch Amazon entlässt Leute, aber am Ende des Tages ist das Wachstum ungebrochen an der Stelle. Also immer weniger Retailer, viel mehr Marktplatz. Und auch hier meist kommt, das ist ja nur B2C. Nee, ist es nicht. Also es ist B2B genauso. Das heißt, B2B öffnet sich immer mehr. Preise werden einsehbar, ein ganz oft viel diskutiertes Thema. Also keine verhinderten Login-Themen mehr, wo ich dann erst Preise sehe. Der Handwerker, der geht halt auf den Mercateo und kauft halt da seine Ware ein. Und das ist das, was sich gerade massiv ändert. Von daher sind Marken natürlich sehr, sehr interessiert daran, auch aus dem B2B-Bereich mittlerweile auf Marktplätze zu strömen und damit zu spielen. Wenn man sich das Direct-to-Consumer-Business anschaut, und da geht es jetzt nicht um die Brands, die man vielleicht so von einem Amazon kennt, die daraus entstanden sind, wie ein Snox, Sockenanbieter aus Mannheim, ja? Also nicht so Digital Native Brands, sondern wirklich die originären Brands wie ein Tommy Hilfiger, ein Calvin Klein und so weiter, die strömen massiv auf dieses Business ein, also verkaufen eben selber und da sind richtige Wachstumsmärkte da im Vergleich zum Rest. Ne? Da ist deutlich weniger natürlich, was da passiert aktuell. Hier tut sich total viel. Und ich bin gespannt, wo das hinläuft in den nächsten Monaten. Ja, aber er dreht sich massiv vom Retail hin zur Marke. Mal schauen, was da am Ende übrig bleibt nach den ganzen Konsolidierungen, die halt einfach anstehen werden.
Man hat aber hier auch echt viele Vorteile. Also hier entstehen ganz neue Märkte, hier entstehen ganz neue Themen auf einmal. Von daher auch da bitte irgendwie nochmal den Blick anders richten. Es geht immer um das Thema Sortiment, Menge, Preis oder Rabatt. Also das sind immer die Gemengelage, mit denen wir uns bewegen und die müssen stimmen. Also wer jetzt sozusagen kein klares, definiertes Werteversprechen für einen Kunden hat, der verliert an der Stelle. Also der Kunde muss klar wissen, warum soll ich denn dahin und nicht dahin? Also wo ist denn der Riesenunterschied am Ende des Tages? Und deswegen geht es darum, halt Dinge zu automatisieren, auch Kosten zu sparen, zu investieren in IT, aber halt vor allem auch Sortiment, Preise und solche Themen in den Griff zu bekommen. Ganz interessant finde ich hier nochmal ganz kurz einen neuen Blick, wenn man so einen typischen Inditex, Zara und H&M nimmt, also Fast Fashion, die früheren schnellen, und dann schaut man sich ein Shein plötzlich aus Asien kommend an, die hier plötzlich durch die Decke brechen in Google-Suchtrends, ja, innerhalb von kürzester Zeit. Das ist ein unglaublicher Shift da. Das heißt, wir kaufen jetzt nicht mehr bei den Chinesen auf dem Marktplatz, sondern wir kaufen jetzt direkt vom Chinesen einfach im Endeffekt ein. Das ist das, was gerade passiert. Ne? Und die pressen massiv in den Markt und schneller als kein anderer zuvor. Ne? Und Temu beispielsweise hat es dann noch mal krasser gemacht, wenn man sich anschaut, wie schnell die da angestiegen sind von den Visitors alleine in Amerika. Also noch mal eine neue Sache hinter Shein. Das ist jetzt richtig Realtime-Fashion. Und was man lernen kann von den Playern, dass sie Daten nutzen. Also Shein wahrscheinlich oft gehört, was machen die? Die crawlen Social-Media-Kanäle, die crawlen die großen Plattformen, die schauen sich Preisvergleiche an, die holen sich Inspiration für Sortiment, Realtime von den Wettbewerbern und von den großen Plattformen und von Social Media. Und dann stellen sie nicht mal mehr her, sondern stellen virtuell einfach die Ware ein. Und wenn es abverkauft wird, dann wird es hergestellt und wird direkt aus China verschifft nach Deutschland. Ne? Und das ist das, was passiert. Und da kann man einiges mitnehmen. Und darum geht es jetzt halt auch wirklich zu automatisieren, die Daten zu nutzen, die draußen verfügbar sind am Markt, um halt eben seine eigenen Sortimente und Themen auf die Reihe zu bekommen. Wir nennen das Marktforschung auf Steroiden. Also früher hieß es immer irgendwie, ich kann quantitativ oder ich kann qualitative Marktforschung machen. Und heute kann man tollerweise beides. Weil man hat unglaubliche Mengen an Daten, die man nutzen kann da draußen. Und die sind auch qualitativ hochwertig. Ja? Nur tatsächlich, die wenigsten machen es bisher. Die versprochenen Ansätze. Also Thema Sortiment, Portfolio. Das gilt gleichermaßen. Also das heißt, ich kann jetzt Marken anschauen. Ich kann aber auch den Retail anschauen. Ne? Ich kann mein Sortiment optimieren. Ich kann auch mein Produktportfolio optimieren mit solchen Daten. Das funktioniert auf beiden Seiten gleichermaßen und am Ende des Tages geht es halt eben genau mit den Daten zum besten Produktangebot zu kommen. Weil, ich hatte es vorhin schon gesagt, Differenzierung ist das A und O. Also die Frage ist jetzt, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von Online-Apotheken mitgebracht. Drei Online-Apotheken, kennt vielleicht der ein oder andere Doc Morris sicherlich, Aponeo aus Berlin, Medpex Mannheim gehört auch zur Rose-Gruppe Doc Morris. Die geben sich nicht viel, die haben exakt das gleiche Sortiment. Warum sollte ich jetzt denn bei dem einen oder bei dem anderen kaufen? Ne? Was ist da der Unterschied? Vielleicht kenne ich Doc Morris noch ein bisschen mehr als ein Medpex und so und habe vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen, aber was, vielleicht liefern sie schneller, ja? Vielleicht sind sie ein bisschen zuverlässiger, aber am Ende ist es meistens halt der Preis. Ne? So, und diese Daten kann man erfassen, man kann die gesamten Kataloge erfassen. Also das heißt, ich kann die gesamten Kategorien, ob das jetzt die Kopfschmerztabletten sind, was auch immer, kann ich runterziehen und kann sie miteinander vergleichen. Ja, und was wir im Endeffekt machen, ist das für Sortimentsbereiche oder für Portfoliobereiche, also Produktportfolien von Marken, wo wir Marken miteinander vergleichen, Job mit einem Tommy Hilfiger beispielsweise. Wir legen die Daten übereinander und schauen uns einfache Dinge an, aber oftmals wird das heute immer noch manuell gemacht. Da geht man vielleicht einmal in der Saison drauf, da geht man einmal im Monat drauf, einmal im Quartal, ja, aber macht es nicht realtime, nicht täglich oder stündlich sogar. Ja. Aber man kann das problemlos auch in der Häufigkeit machen und kann sich anschauen, wer hat denn wie viele Produkte? Eine ganz einfache Fragestellung. Habe ich mehr Produkte als mein Wettbewerber oder habe ich weniger? Ja? Und wo unterscheiden die sich am Ende des Tages? In welchen Kategorien bin ich stärker aufgestellt? So, das kann ich wunderbar fürs Marketing nutzen. Wenn ich mehr Grills habe oder sowas in der Richtung für den Sommer, dann kann ich damit halt auch in die Werbung gehen. Ne? Das gilt aber wirklich automatisiert, weil ansonsten werden sich die Category Manager und so weiter halt wirklich die Finger wund wählen und versuchen dort, die Unterschiede von Hand rauszufinden. Das gibt es heute immer noch. Wir gewinnen immer noch Kunden, die von Hand Preise suchen, die von Hand solche Vergleiche machen. Da gehen Stunden, Tage drauf. Ja. Und die Leute sind irgendwann total genervt, weil sie eben diese Daten manuell erfassen müssen. Ja. Man kann hier natürlich verschiedenste Preislevel sich ansehen. Ne? Also bin ich irgendwie, weiß ich nicht, in der Range von 0 bis 10 Euro besser aufgestellt als jetzt irgendwie ein Medpex. Ja? Wie sieht es in den verschiedensten Kategorien aus? Das lässt sich alles wunderbar mit BI-Tools, mit den eigenen oder bei uns auch beispielsweise in der Suite darstellen.
am Ende geht es darum, Sortimentslücken aufzudecken. Wo habe ich weiße Flecken? Wo bin ich deutlich stärker aufgestellt als der Wettbewerber? Wo sind vielleicht, sage ich mal, bessere Bewertungen beim Wettbewerber? Wo verändert sich auch ein Stück weit was in der Dynamik, also über die Zeit? Wo kommen neue Produkte dazu? Wo gehen Produkte weg? Wo steigt irgendwo massiv in welchen Bereichen, in welchen Kategorien Produkte an? Wovon ich natürlich entsprechende Ableitungen treffen kann. Man kann das Ganze noch ein bisschen toppen mit dem Thema Machine Learning. Also das eine ist jetzt einfach nur zu sagen, ich ziehe die Daten aus dem Netz automatisiert von den Wettbewerbern oder von den anderen Wettbewerbsmarken. Und das nächste Thema ist im Endeffekt Machine Learning Modelle oben on top zu setzen. Wenn ich mir so einen Logitech Präsenter nehme, dann ist der vergleichbar. Also wenn ich den als Euronics beispielsweise anbiete und als Mediamarkt, dann kann ich rausfinden, okay, das sind die gleichen Produkte. Also der hat es auch. Wenn ich mir aber jetzt irgendwie so einen Einsitzer anschaue oder, weiß ich, eine schwarze Bluse beispielsweise, dann wird es schon schwieriger, die zu vergleichen miteinander, wenn es nicht von derselben Marke ist. Manchmal gibt es EANs, Unique Identifier, dann funktioniert das wunderbar. Wenn man Machine Learning Modelle trainiert auf den Daten, die wir aus dem Netz ziehen, also wir machen Bildvergleiche, wir machen Textvergleiche, wir vergleichen Attribute miteinander, ja, und machen das mit KI eben vergleichbar und einsehbar, dann kann man wunderbar die eigenen Sortimente anschauen. Man kann selber mal reindeifen und wenn man, keine Ahnung, wenn man ein paar Millionen Artikel hat, dann wird es schon schwierig, irgendwann selber zu überblicken, was man eigentlich über auf der Plattform hat. Zalando hat gerade das Problem. Zalando beginnt gerade an, massiv auszulisten. Die schmeißen kleine Marken raus und so weiter, weil sie festgestellt haben, irgendwie ist die User Experience nicht mehr so geil für den Kunden, ne? Weil die Dinger werden immer größer, die Sortimente, so wie wir es von dem Amazon kennen. Das Ding ist nicht filterbar und so weiter. Der Kunde findet gar nicht mehr, was er braucht. Ne? Und solche Möglichkeiten gibt es. Zalando macht es heute immer noch. Die schauen noch nicht rein, die machen nicht Machine Learning, die schauen sich nicht die Texte an, die Bilder an und vergleichen, wo Ähnlichkeiten sind. Kann man problemlos miteinander vergleichen. Kann auch Wettbewerbsartikel identifizieren, auf einem Amazon beispielsweise damit. Ne? Also wenn ich selber gar nicht weiß, wer ist denn mein Wettbewerber, welche Digital Native Brand gibt es da draußen, dann kann ich die Daten ziehen und Machine Learning drüberlegen und dann sieht es halt eben entsprechend so aus, dass man herausfindet, ob es gleich ist oder nicht. Man hat die Möglichkeit, nur mal ganz kurz am Beispiel, wenn man jetzt hier oben so einen Tommy Hilfiger Artikel hat, einfach im eigenen Sortiment als Tommy Hilfiger über verschiedene Gewichte und so weiter mit Machine Learning herauszufinden, welche Produkte sind denn ähnlich zu meinen eigentlich. Ja? Man kann hier verschiedene Gewichte draufsetzen auf Brands, auf den Titel und am Ende findet man raus, okay, die sind zugleich, vielleicht brauche ich noch mal ein paar mehr Kleider im Verhältnis mit anderen Farben und ähnlichen Dingen, ne? Materialien, Modizitäten und so weiter. Am Ende beim Sortiment geht es darum, Zeit zu integrieren, das heißt die Daten nicht nur einmal zu erfassen, sondern permanent und sie sich dann eben in der Zeitreihe auch anzuschauen. Ne? Wie verändert sich das? Kommen neue Marken dazu? Kommen neue Produkte in den Kategorien dazu? Und dann kann ich auch den Wettbewerber deutlich besser analysieren und dann sagen, okay, da scheint er irgendwas gefunden zu haben, weil da packt er so viele Produkte auf einmal rein, da gibt es so gute Bewertungen, da muss ich auch hin. Ja? Also da sollte ich sozusagen in meinem Sortimentbereich auch nachlegen. Ne? Vertriebskanäle. Als Marke, und das ist so ein bisschen der Painpoint aktuell, legt da mal bewusst den Finger rein. Keiner sagt es offiziell, aber eigentlich ist es so. Eigentlich ist gerade Handel versus Marke da draußen. Ja. Also klar gibt es ganz viele Marken, die kooperieren wunderbar mit dem Handel und die sagen auch, ich würde da niemals irgendwie den Preis unterbieten und dem auf die Füße treten, was ja mein Best Buddy, ja, der verkauft ja mein meistes Zeug. Aber am Ende des Tages wissen alle, auf Marktplätzen verdiene ich viel mehr Geld, weil da muss ich nicht so viel abgeben. Ne? Ich muss nur die Provision an den Marktplatz abgeben. Deswegen ist gerade wirklich ein ganz massiver Kampf da draußen und die Marken versuchen alle irgendwie auf die Marktplätze zu kommen. Mit viel Aufwand. Da sitzen 3, 4, 5 Mann pro Team und versuchen über Monate, manchmal über Jahre im Endeffekt einen Amazon zum Fliegen zu bekommen, einen Zalando zum Fliegen bekommen. Ohne dass sich vorher jemand Gedanken darüber gemacht hat, macht denn mein Sortiment darüber überhaupt Sinn? Also muss ich denn alle Artikel da drauf packen? Oder sollte ich nicht versuchen, ein Stück weit einfach auch erstmal zu schauen, was macht auf welchem Marktplatz Sinn? Also meistens ist es so, wir internationalisieren, wir binden 15 weitere Marktplätze an und dann investieren wir ohne Ende, haben vorher aber nicht mal mehr nachgeschaut oder nachgerechnet, ob sich das nach Abzug von der Provision überhaupt lohnte. Und von daher auch hier der Hinweis, es ist relativ einfach, einmal den Marktplatz zu screenen, mit seinen eigenen Produkten abzugleichen und den Preisranges abzugleichen, um dann herauszufinden, ob es denn überhaupt Sinn macht, ob ich da noch überhaupt einen Wert bieten kann dem Kunden am Ende oder es einfach nur on top zu viel nochmal zusätzlich ist. Ne? Preis, so ein Stück weit unser Lieblingsthema, da kommen wir ja her. Machen wir uns mal nichts vor, keiner mag Preisdumping.
Und auch das sage ich immer wieder, ja, weil die Marken kommen immer zu uns und sagen uns, zeig uns mal den bösen Händler, der zuerst immer unsere Preise kaputt macht. Klar, können wir machen. Ne? Wir können das verfolgen und können dann aufzeigen, der war's. Der hat wieder zu früh den Preis gesenkt und einen Rabatt vergeben und so weiter. Aber am Ende des Tages hat doch kein Händler Bock, Preisdumping zu betreiben. Der will auch Geld verdienen. Ne? Also der will auch seine Marge hochhalten lange Zeit. Aber das Problem ist halt faktisch, ob ich jetzt so einen Staubsaugerroboter von Xiaomi habe oder von wem auch immer, man ist halt nicht in einem Vakuum unterwegs und das war mir ja noch nie im Handel. Ne? Das ist halt vergleichbar. Und wenn man die Deutschen anschaut, die 60-70% Einstiege über Idealo wählen, um an ein Produkt zu kommen in der Regel, dann weiß man, dass es immer um den Preis geht. Und da bringt es nichts, wenn ich da unten irgendwo hänge in den Top 100, weil ich total daneben gegriffen habe. Und dasselbe gilt, muss man sagen, für Handel als auch Marke gleichermaßen. Also ob ich jetzt B2B, B2C oder was auch immer Hersteller bin, ich muss natürlich genauso darauf achten, ob der Händler viel, viel billiger meine Ware anbietet, weil ansonsten verkaufe ich sie selber auch nicht. Also muss ich Preise permanent tracken, muss ständig unterwegs sein und das ist halt stündlich runter oder noch häufiger. Ne? Täglich auf jeden Fall meistens, wöchentlich je nach Sortiment. Und da muss ich entsprechend unterwegs sein. Ich kann aber ganz viel ableiten. Also es gibt Preisstrategie-Themen, die ich daraus ableiten kann. Wie verhält sich mein Wettbewerber? Wann senkt der immer die Preise von den Produkten? Ne? Also als Handel. Genauso natürlich kann ich Wettbewerbspreise verfolgen, wenn ich eine Marke bin. Dann verfolge ich sozusagen in Job mit einem Tommy Hilfiger Kleider, ja, und kann dann am Ende sehen, kann mich da ranhängen und kann meine Preise entsprechend anpassen, dass ich auch gewinnen kann. Ne? Also Preise, total spannendes Thema, lassen sich wahnsinnig viele Ableitungen treffen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen der Markenbereich, wo wir unterwegs sind, wo die Marken sehr stark daran interessiert sind. Das ist eine Premium-Sportmarke, die wir jetzt hier haben. Da geht es darum, schon herauszufinden, wie ist denn mein Produkt gerade am Markt positioniert, in welchem Preisbereich. Ja, wann wird es denn zuerst gesenkt? Ja? Aber vielfach ist halt auch einfach die Frage, wer ist denn der Preistreiber? Ja? Also wer ist immer der am ehesten die Preise senkt und vorantreibt? Und das ist meistens ein Amazon tatsächlich immer noch. Ja? Also die haben schon noch gute Preise, muss man ihnen lassen. Sie sind nicht immer die billigsten. Aber wenn man sich das über viele verschiedene Marken anschaut, finden wir meistens Amazon, die da am Preise treiben sind. Ne? Marken sprechen hier mit Händlern. Da geht es natürlich auch um gutes Verhältnis zu haben. Und entsprechend der Handel sich nicht zu schnell auf Preisrabatte und Schlachten einlassen sollte. Weil wenn einer senkt, senkt der Rest halt hinterher mit. Das ist halt immer das Problem. Von daher muss man da schon auch aktiv ins Gespräch gehen und das findet mittlerweile statt am Markt. Ja? Man spricht darüber. Es ist keine Preisabsprache, aber man verständigt sich an der Stelle. Ne? Wie gesagt, Zeit ist immer ein Thema. Da kann man Preistrends identifizieren. Wir machen viel Cyber Week Analysen, Black Friday Analysen, also wo wir sagen, der Wettbewerber, der Händler, der senkt immer 2-3 Tage vorher den Preis beispielsweise, ne? Und der andere zieht wirklich erst irgendwie um 12 Uhr mitternachts nach, so nach dem Motto. Ne? Da geht es wirklich darum, einfach abzuleiten, was macht der Wettbewerber, und so kann ich gewinnen auf Dauer. Da muss ich ziemlich nah dranbleiben und Preis ist halt nur mal unschlagbar. Buybox, klar, immer noch ganz, ganz wichtiges Thema und eines der wichtigsten Themen. Wir haben in der Regel mittlerweile viele Buyboxen. Es gibt nicht nur die Amazon-Buybox, es gibt die Zalando-Buybox. Hier ist mal ein Beispiel mitgebracht von Hugo Boss. Da, wo jetzt auf der rechten Seite sozusagen in der Größe 32 unten Zalando steht. Ja, und hier linke Seite haben wir dann hier den Hagemeyer Store Minden beispielsweise, der mit der Größe 42 unterwegs ist. Zalando präsentiert immer nur einen. Also das heißt, das sind nicht immer alle Angebote zu einer Größe da, sondern es ist immer nur einer an der Buybox. In dem Fall hat der Hagemeyer Store Minden wahrscheinlich die einzigste 42 noch gehabt. Ja? Und er hat sich dann gedacht, gut, dann kann ich auch 289 machen, anstatt 279,95. Ob Hugo Boss das so schön findet, weiß ich nicht. Weil auf der Kategorieliste steht dann 279, dann kommt die Kundin auf die Seite und möchte dann ihre 42 auswählen und sieht dann, okay, es kostet doch 10 Euro mehr. Das ist jetzt bei dem Preis vielleicht nicht so ein Thema, aber bei ein bisschen tieferen Preisen kann das schon blöd sein für die Kunden. Ne? Und hier versucht natürlich auch Marke und Handel ein Stück weit zusammenzuarbeiten. Aber Zalando hat dann eine besondere Situation geschaffen. Also ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber das war während Corona, hat Zalando im Endeffekt ermöglicht, Einzelhändler anzubinden, aus der Stadt sozusagen, die geschlossen hatten, direkt an Zalando. Und dann haben die halt ihre Einzelsachen verkauft, ne? Ihre Einzelstücke. Und da wurde halt in vielen Bereichen, sage ich mal, für viele war eine Blackbox aufgegangen. Es gab einige Marken, die gesagt haben, ich habe keine Ahnung, warum ich plötzlich überhaupt keinen Umsatz mehr habe auf dem Marktplatz. Also 0 Euro, mehr oder weniger. Das hat richtig geknallt.
Das war eine totale Blackbox, weil keiner im Endeffekt diese Daten bereitstellt. Also Zalando fängt ja nicht von sich an und sagt, hier bitte gib mal, nimm mal die Daten, damit du erfährst, was mit deiner Ware passiert. Wir haben daraufhin Zalando angebunden und haben im Endeffekt genau diese Daten analysiert und haben den Marken gesagt, wer eigentlich ihre Ware auf einmal verkauft. Nicht mehr sie auf jeden Fall, sondern halt eben irgendwie der Hagemeyer Store Minden beispielsweise. Ne? Und jetzt fangen Marken genauso an, das Buybox-Game mitzuspielen, was früher der Handel gemacht hat, und unterbieten natürlich die Preise ihrer eigenen Händler, um am Ende des Tages natürlich den Verkauf zu machen. Und das findet auf Otto statt. Da gibt es ja genauso mittlerweile einiges. Also hier haben wir unten beispielsweise einmal von Otto-Verkäufer, hier haben wir einmal OnQuality. Kennt der ein oder andere vielleicht, der ist auch ein Service-Provider, der aber hilft, Marken auf die Marktplätze zu kommen an der Stelle. Und man sieht, dass da halt auch noch bei Otto dann auch durchaus, wenn man klickt, halt noch ein paar mehr Angebote zur Verfügung stehen als nur diese einen. Ne? Aber auch hier geht es jetzt mittlerweile darum, die Buybox zu gewinnen bei Otto, halt den günstigsten Preis, den besten Versandkostenpreis hinzubekommen, damit man auch das Offer dann an der Stelle eben verkaufen kann. Ne? Mediamarkt dasselbe, auch angefangen, ne? Sieht man hier, Dagstore. Ja, also alles ist Plattform geworden. Die Frage ist, welche Plattform überlegt, wenn halt irgendwie das Sortiment überall das gleiche ist. Also die Frage, die ich mir jetzt andauernd stelle, kann es eigentlich nur noch um Preis gehen mittlerweile, als um nichts anderes. Ne? Klar, Kaufland massiv in den Markt gepresst, wird auch immer spannender, interessanterweise auch für hochpreisige Premium-Modemarken, was mich total irritiert hat, aber die sind hochinteressiert an Kaufland. Ja? Also scheint super zu laufen. Ob sie es analysiert haben vorher, weiß ich nicht. Aber alle wollen irgendwie auch auf Kaufland verkaufen mittlerweile. Fünfter Ansatz ist das Thema Digital Shelf, also sozusagen der digitale Regalboden. Wir haben da auch die Themen Sortiment und Preis dabei. Ganz triviale Frage, die wir ganz oft gestellt bekommen ist, und Oliver Lenz weiß es noch, wir haben auch bei Klingel damals hart gekämpft, ist denn Artikel online gegangen auf Amazon oder auf Otto? Ja, Tradebyte hat meistens gesagt, ja, alles online. Amazon hat auch gesagt, ja, online. Und wir haben festgestellt, nee, war nicht online. Also total einfache Fragestellung. Man geht davon aus, seine Ware ist online. Man müsste damit ja eigentlich Umsatz generieren, macht aber keinen Umsatz. Vielleicht ist auch plötzlich wieder weg gewesen. Das hat nicht was mit Out of Stock zu tun, sondern einfach generell nur online, ja oder nein. Ist es gelistet worden oder nicht? Ja? Und allein die Thematik zu verfolgen und Systeme zurückzuspielen, kann wahnsinnig viel dabei helfen, dass man auch wirklich Umsatz generiert auf den Marktplätzen. Macht aber nicht wirklich viele bisher, bieten die Marktplätze halt auch nicht wirklich gut an, muss man dazu sagen. Out of Stock ist aber trotzdem Thema. Also nur hier mal ein Beispiel von Gardena, unserem Kunden. Da geht es darum, herauszufinden, ich weiß ja, dass ich als Gardena an meine Key-Accounts Bauhaus und Co. meine Sachen verkauft habe. Ich weiß auch, welche ich verkauft habe. Aber was sie oft nicht wissen, sind die auch wirklich gelistet? Also hat es Bauhaus, jetzt mal hart ausgedrückt, das ist nur ein Beispiel, stimmt nicht wirklich, hat es Bauhaus auf die Reihe gekriegt, seine Produktdaten sauber zu pflegen für einen Gardena, damit die auch online gehen? Und da gehen Wochen rum, da gehen Monate rum oftmals. Ne? Und deswegen sind Firmen wie ein Gardena, also Markenfirmen mittlerweile auch auf einem Bauhaus, auf einem Obi, in einem Amazon so oder so aktiv und suchen halt ganz genau danach, ob alle Artikel online gegangen sind. Ansonsten gehen sie ins Gespräch mit dem Retail und helfen dabei. Ja. Wir hatten es gerade vorhin von Farben, also stellen sozusagen Daten zur Verfügung auf einfachste Art und Weise. Ja, Informatiker beispielsweise irgendwie, Partnerportal, dass man halt Lieferantenportal, die sich die Daten noch ziehen kann, damit die auch eben online gehen. Und wenn die dann online sind, gilt es aber trotz allem zu verfolgen, ob die out of stock sind. Wird auch permanent mittlerweile getrieben. Also vielfach kenne ich das so, dass Produktmanager Tag für Tag in die Shops reingehen und dann von Hand schauen, ist er noch online. Ja. Und das machen die am Morgen, weiß nicht, für 100 ihrer Produkte von Hand auf weiß Gott wie vielen Retailern und auf weiß Gott wie vielen Marktplätzen. Und bis zuletzt noch erlebt, da saßen 40 Leute und haben das für den Preis gemacht. Die sind wirklich jeden Morgen rein auf Idealo, haben 100 Produkte von Hand gesucht, haben die Preise genommen, haben die im ERP editiert und die waren dann am nächsten Tag online. Am nächsten Tag. Ja. Und wir haben es automatisiert, ja, und dasselbe gilt natürlich für solche Out-of-Stock-Themen. Ja. Sind die verfügbar, die Waren? Sind sie auch wirklich noch auf Stock? Ansonsten kann ich da ja auch unterstützen dabei. Muss ich aber rausfinden. Positionierung, auch immer wichtig. Und wir kennen das Thema alle noch von SEO, Suchmaschinenoptimierung aus Google-Zeiten und so weiter. Wird immer weniger wichtig. Ja. Mittlerweile sind wir im Retail angekommen. Wir haben oft früher darüber nachgedacht und haben gesagt, wie können wir die Suchmaschine so hinbekommen, dass der Kunde das findet, was er will. Mittlerweile sind die Marken dabei, die Suchmaschine so hinzukriegen, dass ihre Marke gefunden wird eben.
Also mal hier am Beispiel, bleiben wir bei Gardena. Wir haben hier oben das Thema Wasseranschluss, Garten als Beispiel, als Keyword eingegeben in die Suchmaschine. Und dann die Frage, tauche ich bei diesem Suchbegriff unter den Top 10 Ergebnissen auf? Zu wie viel Prozent taucht meine Marke auf unter den Top 10 Suchergebnissen? Und da sind die Marken dran, mit Produktdaten permanent zu optimieren. Also das heißt, hier werden Texte permanent angepasst, so wie man das bei Amazon gemacht hat, früher schon. Mittlerweile geht das halt über ein Otto, über ein Kaufland und so weiter, immer weiter. Ne? Aber halt, es wird halt für jeden Shop gemacht, weil es sich lohnt. Ne? Also wenn man dort die erste Position erreicht, ist super. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich mit Firmen rede wie ein Hey Connect oder einen On Quality, die also den Marken helfen, auf die Marktplätze zu kommen, die sagen, du brauchst gar nicht auf den Marktplatz mehr gehen, ohne Retail Media zu betreiben. Also hier oben, ne, das Thema haben wir es, gesponsert steht da unten leicht. Ne? Also das heißt, die ganzen ersten zwei, drei, vier Reihen sind alle eh immer gesponsert, ob das bei Zalando ist, ob das bei Amazon ist, so oder so. Ja? Das heißt aber, man muss, wenn man auf Marktplätzen unterwegs ist, eh Sponsoring betreiben. Also muss da Geld ausgeben. Ich habe neulich eine Zahl gehört, fand ich faszinierend. Und zwar, der globale Anzeigenmarkt von Zeitungen ist mittlerweile geringer als der Retail-Media-Umsatz von Amazon. Ja. Brutal. Einfach komplett weggeballert. Und da geht es wirklich nur darum, gefunden zu werden bei Amazon. Ansonsten, ich brauche das halt. Ich muss Werbung machen. Und was Marken machen müssen, ist halt eine Überprüfung dessen. Also, sind die Sponsored Ads noch online? Weil die Information kommt auch nicht von einem Otto oder einem Zalando Zurückstand heute. Also müssen Sie rausfinden an der Stelle, ob Ihre Anzeige auch wirklich geschalten wird, ob Ihr Banner geschalten wird. Das tracken wir gemeinsam mit einem Gardena und so weiter. Fünfter und letzter Ansatz, Customer Experience. Content. Ich hatte gerade davon, es geht immer um die Fragestellung, ja, wie präsentiere ich meine Marke da draußen? Das ist eher auch ein Markencase, muss man dazu sagen, weniger Retail-Case. Auch hier wieder das Beispiel von Gardena, mit denen reden wir über viele Sachen in der Richtung. Da geht es darum, sind alle Bilder online? Haben die eine ordentliche Qualität? Ist das Promotion-Bild, was ich mit einem Werbekostenzuschuss irgendwie finanziert habe, auch wirklich online gegangen am ersten Tag, wie wir es vereinbart hatten? Ne? Kann man alles manuell machen, klar, aber wird halt immer komplexer. Und da gilt es halt eben genau sowas zu tracken. Wir gleichen einfach die Bilder ab, mit im PIM-System beispielsweise, wo wir sagen, okay, der hat alle Artikel online, hat alle Bilder online, hat auch die Videos online, die Texte stimmen, ja, der Titel ist richtig formatiert und so weiter. Wir gleichen Sentimentthemen ab, also wir gehen durch die Texte und prüfen, ob denn die Tonalität stimmt, insofern das nicht der Text ist, der vom Hersteller selbst gekommen ist. Und natürlich gleichen wir auch Themen wie Attribute und Werte ab, wo wir sagen, ja, das stimmt, da ist kein Fehler vorhanden. Ich meine, wenn man irgendwie im medizinischen Bereich bei den Online-Apotheken drüber nachdenkt, Pharmazie, Modebereich auch mit der Textilkennzeichnungspflicht, was die Materialzusammensetzung betrifft, dann ist es schon essentiell, weil es halt auch ins Legale geht, ne, und rechtliche Themen dabei sind. Und hier sind Marken mittlerweile viel mehr aufgewacht. Die wollen das im Griff haben, die haben es ja außer Kontrolle eigentlich weggegeben. Na, sie schmeißen die Ware rüber, sie verkaufen die Ware und wissen eigentlich gar nicht mehr, was mit ihrer Marke da draußen passiert. Ne? Früher konnten sie noch irgendwie die Displays in den stationären Handel reinstellen, hatten noch ein bisschen mehr Kontrolle. Ist halt vorbei online. Ne? Aber das kommt immer mehr zurück und langsam beginnen sie im Endeffekt abzugleichen und halt gemeinsam mit dem Handel auch zu optimieren, dass das Markenerlebnis halt auch auf den verschiedenen Stores auch wirklich da ist und bleibt. Ne? Das ist eins meiner Lieblingsthemen und da finde ich es immer total faszinierend, wie wenig das wirklich noch genutzt wird. Im datengetriebenen irgendwie Innovationsprozess, Customer Voice, also sprich, wir haben doch da draußen unglaublich viele Bewertungen. Da gibt es zwar Firmen wie Gominga, die sich so ein bisschen darauf eingeschossen hatten, das Thema mit Beantwortung und so weiter am Anfang zu machen, ne? Aber so richtig wird es wirklich noch nicht genutzt. Und das ist das, was ich vor allem mit quantitativer oder qualitativer Marktforschung meine. Da draußen sind zigtausend Bewertungen für zigtausend Produkte und keiner schaut sie sich richtig an. Also manche Marken reagieren jetzt mittlerweile darauf und schreien dann, oh, das sind Sterne, es sind nur noch anstatt fünf, sind nur noch vier Sterne da. Dann reagieren sie und versuchen einzugreifen und zu handeln. Aber das Potenzial, was dahinter steckt, das wird noch nicht genutzt. Also man kann hier wunderbar analysieren, wie stehe ich denn als Marke, hier Huawei, Xiaomi, Google, was auch immer, im Vergleich zu den anderen da. Ja? Wie bin ich denn da momentan positioniert? Wie ist denn so die Stimmung über meine Produkte da draußen in der Welt? Verändert die sich Tag für Tag? Geht die nach oben? Geht die nach unten? Also wie werde ich wahrgenommen als Marke? Und da ist noch sehr, sehr viel Brachland. Kann man aber wahnsinnig tolle Sachen machen mit. Ne? Sich das einfach in der Zeit einfach anschauen, logischerweise, wie sich das entwickelt.
aber auch noch viel detaillierter reingehen. Und für den ganzen Sortimentsprozess wohlgemerkt auch hier Retail. Man kann hier wunderbar auch rauslesen, zurück zu schnell geklickt, sorry, geht nicht zurück. Ich darf nicht zurück, das ist ja fies. Sobald man hier aufnimmt, darf ich nicht. Ich erzähle es, wir kommen nachher darauf. Also man kann wunderbar auch auf Attributsebene und Wertebene einsteigen. Das heißt, ich schaue mir wirklich an, was in den geschriebenen Bewertungen, also nicht die Sterne, geschrieben wird. Welche Attribute sind denn besonders gut, welche sind denn schlecht? Ja, wo sind Vorteile im Vergleich zu mir bei meinem Wettbewerber? Und andersrum genauso. Und natürlich kann man diese Dinge, um hier beim Thema zu bleiben, auch ins Print mit übernehmen. Warum denn nicht? Ja? Also ich kann wunderbar analysieren, wo ich Vorteile habe im Vergleich zu anderen und kann sowas auch in Kataloge mit eindrucken oder sonst wo auf Flyern, natürlich auch auf die Webseite packen. Ne? Und ein Amazon, ein Otto, ein Zalando, ein Google Shopping, wer auch immer. Es gibt zig Bewertungen, die man runterladen kann, die man mit AI analysieren kann und dann wirkliche Ableitungen treffen kann und auch in den Produktionsprozess eingreifen. Wir machen mit Schuhherstellern ganz viel solche Themen. Wenn wir feststellen, da kommen plötzlich ganz oft Metallspitze oder sowas oder fällt zu klein aus Themen auf in den Bewertungen, dann spielen wir das zurück an die Produktmanager und die passen ihre Produktion an und können wirklich sehr, sehr schnell, schneller als wahrscheinlich sonst, ne, Spitze Eisberg und so weiter, auf solche Fehler reagieren. Und von daher ist in Bewertungen, glaube ich, noch ganz, ganz viel Potenzial und wird noch viel zu wenig genutzt. Shein von vorhin, klar, die machen das, ne? Die schauen sich genau sowas an. Die schauen genau solche Themen an und reagieren dann darauf und passen ihre Sachen an, Sortimente, ihre Produkte und bringen da Innovationen rein an der Stelle. Wir haben das hier neulich für Hey Connect gemacht, die dabei, also ganz, ganz viele Fashion-Marken behilflich sein, eben auf die Marktplätze zu kommen. Wir haben verschiedenste Reviews runtergeladen von ganz, ganz vielen Produkten. Und für die bereiten wir dann am Ende die ganzen Tausenden von Reviews so auf, dass wir AI-getrieben Texte schreiben und zusammenfassen, wo die Probleme sind. Ja? Weil keiner hat Bock, sich nachher 5000 im PIM anzuschauen oder sonst wo. Genauso wenig, wie er Bock hatte, vorher auf Amazon durchzuscrollen. Also muss man sich drüber nachdenken, ja? Attribute rausstellen oder halt eben Zusammenfassungen schreiben und sagen, was ist denn das Problem bei dem Kleid? Warum habe ich denn diese ganzen Retouren auf einmal, ne? Die ich irgendwie überhaupt nicht unter Kontrolle hatte? Was sind denn die Gründe dafür? Es hat hier geholfen, massiv die Retouren zurückzufahren. Also gerade was das Marktplatz-Business betrifft, teilweise 30-40% sind die runtergegangen, hat wahnsinnig viel Geld gespart und ist dann aber auch gleichzeitig im Produktionsprozess zurückgeflossen. Ne? Und man hat halt auch bei der Marke wirklich die Qualität verbessert und wusste, was die Probleme sind hauptsächlich. Und mehr oder weniger kostenfrei zur Verfügung, ne? Die Daten. Also, und immer noch, wie gesagt, echt viel zu wenig verwendet. Kommt zum Schluss. Ich habe natürlich von einem Analysten auch, wie alle hier, ein Zitat mitgebracht, Gartner in dem Fall. Gartner sagt, dass bis 2026 diejenigen Firmen, die Digital Shelf Analytics machen, also überall das, was ich gesprochen habe, also sprich Daten automatisiert saugen, aufbereiten, auswerten, verwenden, bis zu 30% ihrer Zeit einsparen können, die heute wirklich manuell gemacht wird. Und wenn man sich überlegt, dass da 40, 50 Leute teilweise sitzen, Produktmanager, Category Manager, und Tag für Tag so dämliche Sachen machen, wie bei Idealo Preise zu suchen von Hand, nur als ein Beispiel, und der Rest erst recht mit Sicherheit immer noch, dann ist das echt ein Haufen Geld, was man eigentlich einsparen könnte, wenn man automatisieren würde. Auf der anderen Seite sagt Gartner aber auch, und das thematisieren wir gerade auch viel mit vielen PIM-Herstellern, das Ding muss aber auch integriert sein. Also was wir erlebt haben, es gibt Firmen, die kaufen Datenerfassung 24 Monate und alles weltweit und sämtliche Plattformen bitte. Dann schieben wir jeden Tag Gigabytes an Daten rüber. Nach 24 Monaten kommt die Kündigung, weil sie halt die Daten nicht genutzt haben, weil sie es nicht auf die Reihe bekommen, halt die Daten zu nutzen. Dann sind sie auf einmal da. Also deswegen, was wir forcieren, ist entweder selber BI-Themen aufzusetzen für unsere Kunden im Individualprojekt, damit die Daten sichtbar werden, dass sie ans Management auch kommen, dass strategische Ableitungen getroffen werden können oder dass sie halt wirklich in Systeme zurückgespielt werden. Und deswegen ist es wirklich wesentlich, und das sagt Gartner halt eben auch an der Stelle, dass die Daten zwar zu erfassen sind, aber dass sie halt eben in solche Systeme wie ein PIM-System zurückfließen müssen, ne? Oder in die Syndication-Systeme, um als Anreicherung wiederum zu dienen, dass man sozusagen danach besser auf den Marktplätzen aufgestellt ist. Das war wie das Thema vorhin. Ich sage, keiner will diese tausenden Rezensionen lesen. Ich muss sie halt schön konsumierbar unten, ich sag mal in dem PIM, in dem ERP, wo auch immer, ranspielen und damit auch bestens die Wettbewerbspreise vielleicht, dass man direkt sieht, okay, hier gibt es ein Problem. Ja.
weil wir wissen, dass die Leute meistens selten die Masken wechseln wollen. Das haben wir auch früher als Thema immer gehabt. Ne? Wir wollen nicht 5, 6 verschiedene Systeme sehen, sondern man muss es halt irgendwo integrieren, wo es halt auch stattfindet, ne? Wo täglich dran gearbeitet wird und so weiter. Deswegen hier ist der wichtigste Punkt nicht nur machen, sondern halt auch wirklich dann sinnvoll integrieren und umsetzen an der Stelle. Genau, ganz kurz, Werbeveranstaltung. Ich habe eigentlich schon fast alles gesagt. Wir erheben Daten weltweit, kommen ursprünglich vom Pricing, machen das auf vielen, vielen hunderttausenden Webshops, vielen Plattformen weltweit unterwegs. Wir binden auf Wunsch sozusagen auch Wettbewerbsshops an, also das heißt, die wir vielleicht noch nicht im Portfolio haben, dann bauen wir sowas. Das heißt, da ist immer so ein bisschen auch Projektgeschäft mit dabei, nicht nur Standardsoftware, die wir haben. Haben uns mittlerweile auf das Thema Digital Shelf Analytics und Pricing fokussiert, mit eben diesen Wettbewerbsdaten, die wir erheben. Und haben durchweg, also wir haben B2C-Kunden, wir haben B2B-Kunden, viele große Marken mittlerweile, kleiner Auszug nur davon, für die wir tätig sind in unterschiedlichsten Bereichen. Manche bekommen nur Rohdaten von uns geliefert, die machen selber mit dem BI, Data Warehouse ihre Themen. Andere haben die Suite im Einsatz und machen BI-Auswertung mit uns und kriegen vielleicht auch ein BI hergestellt, also ein Dashboard gebaut von uns. Da gibt es eine ziemlich große Spannbreite. Ansonsten, wie gesagt, Teil der Parsonet-Gruppe mit 200 Leuten, haben da auch immer die Möglichkeit, sozusagen die Daten, die wir erheben, auch gleichzeitig mit den Kollegen zu teilen und in diverse PIM- oder Datenprojekte zu integrieren, wo wir vielfach eben Prozesse optimieren. Vielen Dank, das war's von meiner Seite.